Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3 mit mir, 500 Spider, auf dem Kanal Evil Knievel TV. Gut, nun, da wir in der letzten Folge mit dem Captain gesprochen haben, werden wir uns wieder an Deck begeben und zu diesem Symbol laufen. Nein, werden wir nicht. Wir werden erstmal zu dieser Person am Steuer gehen, dem Steuermann. Hätte ich auch direkt sagen können, naja, egal. Und sprechen mit ihm. Hallo, Sir. Sieht es nach einer angenehmen Reise aus? Ist eine ruhige Jahreszeit. Stürme und raue See sind natürlich trotzdem denkbar. Aber keine Angst. Schlimmstenfalls wird es etwas unbequem. Ich sorge mich eher um Piraten und Freibeuter. Seid ihr ihnen schon mal begegnet? Ei, aber die Providence ist ein starkes Schiff und die Crew eingespielt. Das wird uns sicher schützen. Gut, dann hoffen wir mal auf seine Meinung. Aber nun werden wir unter Deck gehen zu unserem Questziel. Kann? Ja, kann. Gut, hier haben wir auch direkt zwei weitere Personen, mit denen wir sprechen können. Einmal den Doktor, den wir aus dem zweiten Part schon kennen. Ne, aus dem dritten Part, Entschuldigung. Guten Morgen, Doktor. Euch ebenso. Eine Frage, wenn ich darf. Arbeitet ihr hier an Bord oder seid ihr nur ein Passagier? Etwas von beidem, schätze ich. Ich wurde von der Royal Navy beauftragt, die Seekrankheit zu untersuchen. Ich beobachte die Crew während der Überfahrt. Wir glauben, dass Seeleuten das offene Meer besser bekommt als den Rest von uns. Ich möchte herausfinden, warum. Nun, ich hoffe, ihr habt Erfolg mit diesem Vorhaben. Ja, ich auch. Danke für die netten Worte. Okay, anscheinend kann man die Gespräche nochmal wiederholen. Dann werden wir jetzt nicht zu dem anderen Gespräch gehen, da dies mit dem Londoner wäre. Daher ziehen wir uns zurück in unsere Kabine, schreiben unser Notizbuch weiter und starren den Schlüssel an. Eine sehr informative Cutscene. Atlantischer Ozean, Tag 28. 28 days later. Mr. Kenway. Captain. Was immer die planen, ich glaube, es wird langsam ernst. Dann gehe ich besser ans Werk. Gut. Nun, am 28. Tag unserer Reise begeben wir uns zu... Ich vermute, Schiffsdoktor... Sagt, wir wären nicht ausgestattet für solchen Luxus. Es ist unrecht, dass er sich Lamm und Wein gönnt, während wir nur Büchsenfisch und Zwieber kriegen. Jemand muss mal mit ihm reden. Mills hat's versucht. Der Captain wies ihn ab. Dann muss er's nochmal probieren. Mit mehr Nachdruck, wenn nötig. Gut. Da merkt man schon, dass die Crew nicht mehr so gut gelaunt ist wie früher. Und den kennen wir ja. Ihn haben wir ja mal unsere Fäuste auf dem Deck gezeigt. Sucht ihr wieder Streit? Ist es das? Geht weg. Vielen Dank für dieses wortreiche Gespräch. Sowas habe ich schon immer gebraucht. Aber zwei Gespräche haben wir noch. Eins direkt um die Ecke mit Louis Mild. Das ist Louis Mild? Gut, das stand einfach nur. Ich tippe einfach mal. Ich weiß es gerade nicht genau. Nette Abreibung habt ihr Graves und Quill verpasst. Ich hatte keine Wahl. Ei, Hohlköpfe, und zwar beide. Wo sind meine Manieren? Louis Mills, sehr okay. Angenehm.
doch Müll. Ethan Kenway. Müll. Also, sollte ich auf der Hut sein? Ich glaube, die haben ihre Lektion gelernt. Sonst sind sie nicht. Ehrlich, nur die letzten paar Überfahrten waren halt etwas rau. Ach. Der Captain spart an jeder Ecke. Reduzierte Rationen, geringe Heuer, immer gefährlichere Fracht. Das hat die Crew aufgebracht. Gibt es denn Grund zur Sorge? Nicht, wenn ich's verhindern kann. Aber der Captain muss überdenken, wie er seine Männer behandelt. Ich beobachte dich. Na gut, nicht sehr lange, aber. Jetzt sprechen wir mit ihm hier. Ich habe euch nichts zu sagen. Dann überlass doch mal. Lass doch mal das Gesprächszeichen weg. Ich glaube, das könnte mir nämlich jeder andere hier auch sagen, dass er mir nichts zu sagen hat. Gut, worüber möchtest du mit uns sprechen? Ihr da. Ich habe ein paar Fragen. Freut mich. Hab aber keine Zeit zum Schwätzen. Vermutlich habe ich euch eh nichts zu sagen. Ihr sucht Informationen? Geht zum Smoothie oder zum Doktor. Die werden immer von allen zugequatscht. Gut, ich würde sagen, wir gehen zum zum Koch. Smutscher heißt, glaube ich, Koch. Ich denke es einfach mal. Würde jedenfalls passen. Der Koch kriegt ja auch. Ist auf ein Schiff, denke ich, wie ein Barkeeper, kriegt alles mit. Ha, richtig gerade. Es gibt erst in ein paar Stunden wieder was. Ich hätte nur Schiffszwieback, falls ihr hungrig seid. Eigentlich habe ich eine Frage. Welche? Hat sich einer der Männer vielleicht merkwürdig oder etwas gesagt, was euch komisch vorgekommen ist? Die Jungs heulen wegen den Rationen, als könnte ich daran irgendetwas ändern. Sonst habe ich nicht viel gehört. Mein Rat? Geht doch zu James. Der hört immer gerne zu. Und wo kann ich ihn finden? Direkt hinter euch sozusagen. Er sitzt dort auf diesem Fass. Dann gehen wir zu James. Hi, James. Seid ihr James? Hi. Kenway. Haven Kenway. Ich weiß, wer ihr seid. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Das dachte ich mir, aber nicht hier. Folgt mir. Dann folgen wir dir. Was wollt ihr denn wissen? Habt ihr etwas Außergewöhnliches bemerkt seit unserer Abreise? Irgendwas, das Anlass zur Sorge gäbe? Einige der Männer haben sich nachts auf dem Oberdeck versammelt. Ich habe nur Bruchstücke aufgeschnappt. Ich weiß also nicht mit Sicherheit, was sie vorhaben. Aber mir schwant nichts Gutes. Meint ihr, sie planen eine Meuterei? Ich weiß nur, dass sie den Captain nicht mögen. Mills wollte sie beschwichtigen, aber er kann auch keine Wunder vollbringen. Danke für die Information. Ich möchte nur, dass wir die Kolonien lebend erreichen. Gut, dann werden wir mal weitersuchen, wer diese mysteriösen Meuterer sind. Dazu gehen wir oben aufs Oberdeck. Und aufs Oberdeck sind wir bereits. Falls mir jemand sagen kann, wie man das hier genau nennt, könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Guten Abend, Sir. Ist alles ruhig? Ruhig und still. Genauso wie ich es mag. Was führt euch hier rauf? Nur ein Spaziergang. Die Beine vertreten. Ja, nicht. Aber seid vorsichtig. Auf Deck ist es sehr gefährlich im Dunkeln. Was war das? Nein, mein Essen. Über Bord. Aber warum? Wer hat mein Essen vernichtet? Den muss ich vernichten. Dort vorne ist doch eine Gesprächsmöglichkeit. Okay. Gucken wir doch glatt mal. Aha. Gucken wir doch mal, wer das ist. Ja. Hat er was Neues zu sagen?
Nette Abreibung habt ihr Graves und Quill verpasst. Ich hatte keine Wahl. Okay, das war dasselbe, was wir bereits gehört haben. Gut, das heißt, wir gehen jetzt weiter zum Hauptquest-Ziel. Du hast es dir doch nicht anders überlegt, oder? Ich weiß, dass es nötig ist. Er hat die Rationen gekürzt und sagt, wir wären nicht ausgestattet für solchen Jungs. Da aktivieren wir das Adlerauge, oder haben wir schon, und analysieren diesen Hinweis. Seltsam. Äußerst seltsam. Wer hat mein Essen weggeschmissen? Gut, aber mehr können wir auch an diesem Tag nicht vollbringen und gehen wieder zurück auf unseren Stuhl. Entschuldigung, das war gerade Facebook. Aber das wird uns nicht weiter stören. Wir werden interagieren mit dem Stuhl. Wieder eine sehr informative Cutscene. Atlantischer Ozean, Tag 33. Neuigkeiten? Jede Nacht dasselbe. Ich bewache ein Gebiet und sie werfen die Fässer von woanders ab. Ich muss ein zweites Paar Augen anheuern. Vielleicht James oder Mills. Warum machen die das? So wie ich das sehe, dienen die Fässer als Markierung. Sie legen eine Spur. Ich fürchte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis unsere Verfolger... Schiff von Achtern! Sie geht in Schussposition! Auf die Posten, Männer! Mach die... Achtung! Alle runter! Das war ein Warnschuss. Sie wollen uns wohl nicht versenken, sondern lieber entern. Bemannt die Kanonen! Macht euch kampfbereit! Und ihr geht unter Deck! Warum? Ich kann helfen, das Schiff zu sichern. Wisst ihr denn, wie man auftakelt, eine Kanone lädt, eine Seeschlacht führt? Nein, das dachte ich. Nun geht in eure Kabine, oder muss ich euch bringen lassen. Sichert die Luke! Hathan. Wart ihr schon an Deck? Ein Schiff nähert sich und will uns entern. Merkwürdig. Kein Anzeichen von Meuterei. Das ergibt keinen Sinn. Ah, tut es doch. Was meint ihr? Dachtet ihr, ihr könntet so leicht aus London entkommen nach eurem Attentat in der Oper? Dass wir es nicht bemerken? Dass wir euch nicht folgen? Ah, darum geht es hier also. Ergebt euch und ich garantiere, dass man euch ehrenvoll behandelt. Wenn ihr mich ehrenvoll behandeln wollt, gebt mir ein Schwert. Seid ihr sicher, dass ihr das Spiel so spielen wollt? Ja, denke ich. Dann kommt es jetzt auf uns beide an. Oder verschwindest in einer...
war's mit dir, Miles. Ich sagte, ihr sollt unter Deck bleiben. Das habe ich auch getan. Nur, dass Mills mich dort erwartete. Er hat diese Schiffe hierher geführt. Es gab keine Meuterei, nur ihn. Und was wollen die? Mich. Dann sollen sie euch haben. Ist das so? Sie kriegen uns ohnehin. Wir können nichts dagegen tun. Ich hätte eine Idee. Ihr wollt in einen Sturm hineinsegeln? Unsere einzige Chance. Das mache ich nicht. Dann tue ich. Schon gut, schon gut. Schaut ja später am selben Tag. Wir müssen die Tower sichern! Ich sagte, dass es Wahnsinn ist. Beruhigt euch! Ich werde mich darum kümmern. Gut, aber wie wir die Tower sichern werden und was wir alles weiteres in der nächsten Folge erleben wir in der nächsten Folge. So rum klingt es gleich besser. Damit verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Part von Assassin's Creed 3 mit mir 500 Spider. Ciao, Leute.